Mein Marx. Gespräche zu Karl Marx. Auf RBB Kultur. Das Deutsche Historische Museum Berlin eröffnet in der nächsten Woche seine Ausstellung Karl Marx und der Kapitalismus. Eine Ausstellung, die nach den Vorankündigungen Karl Marx aus vielen Perspektiven in den Blick nehmen will. Den Philosophen und Journalisten, den Ökonomen und politischen Aktivisten und auch die Folgen seines Denkens und Schreibens. Wir hier auf RBB Kultur werden in den nächsten Monaten mit einer Reihe von bekannten Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über ihr Verhältnis zu Karl Marx sprechen. Und das heute zum Auftakt dieser Reihe mit Harald Welzer, Soziologe, Sozialpsychologe und auch Publizist. Herzlich willkommen, Herr Welzer, freut mich. Hallo, guten Tag. Muss man sich beim Gespräch über Karl Marx erstmal darauf einigen, über welchen Karl Marx man sprechen möchte? Also den seinerzeit, den des 20. Jahrhunderts oder den aus heutiger Perspektive? Oh, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich meine, es handelt sich um einen Autor, der nicht mehr lebt, dessen Werk vorliegt und wo man gegebenenfalls nachlesen kann. Also insofern würde ich sagen, sprechen wir über den originalen Marx. Welcher ist denn der originale Marx, um die Rezeptionsgeschichte zu vermeiden? Naja, Sie haben ja die Aufzählung gemacht und ich habe eben bei der Aufzählung auch gedacht, eigentlich ist, wenn jemand Philosoph, ökonomisch denkender Philosoph ist, Autor auch von Pamphleten und vom Kommunistischen Manifest und öffentlicher Aktivist und so weiter, ist das ja eigentlich eine Verkörperung dessen, was man viel später Public Intellectual genannt hat, also ein eingreifender Denker. Und das finde ich eigentlich auch von heute aus betrachtet eine sehr faszinierende Figur. Eingreifender Denker, eine schöne Formulierung. Lassen Sie uns auf Ihre Geschichte mit Karl Marx eingehen. Die hat ja offensichtlich schon sehr früh begonnen, mit 13 Jahren in einer sozialistischen Schülergruppe, stimmt das? Ja, das ist zutreffend, aber ich lache deswegen, weil ich mich noch erinnern kann, dass ich nach dem Beitritt in die sozialistische Schülergruppe relativ lange gerätselt habe, was wohl dieses sozialistisch bedeutet. Also man politisiert sich ja, indem man zu denen geht, die man für cool hält, und erst später rauskriegt, worum geht es eigentlich bei dem Ganzen. Aber wir haben in dieser sozialistischen Schülergruppe entsprechend auch ein paar Versatzstücke über Marx oder den Sozialismus oder was auch immer ausgetauscht. Aber in erster Linie ging es darum, wichtig zu sein. Aber trotzdem, können Sie sich noch daran erinnern, was Sie damals interessiert hat, vielleicht fasziniert hat, begeistert hat? Können Sie sich noch daran erinnern? Nein. Ich glaube, das wäre eine wirkliche Erinnerungsklitterung. Also es ging damals sicherlich darum, so im Nachgang der großen 68er-Bewegung auch irgendwie links und progressiv und aktivistisch zu sein und so zu tun, als hätte man schon sozusagen den Totaldurchblick über das Funktionieren der Welt. Und wie ging es dann später weiter beim Studium an der Universität Hannover? Waren Sie da in Lesegruppen, Seminaren? Ja, also das ist wirklich sehr besonders gewesen, weil ich habe bei Ernst Theodor Mohl studiert und Ernst Theodor Mohl ist in dem Sinne kein über den engeren akademischen Betrieb hinausgehender Gelehrter, aber ein wirklicher Gelehrter gewesen. Und wir waren mehrere Semester in einer kleinen Gruppe von Studierenden, 6, 7 Personen, die immer gleich blieben, die dort also mit Ernst Theodor Mohl zusammen Marx gelesen haben unter anderem. Und Mohl war so jemand, der konnte halt extemporieren, was auf Seite 373 oben im zweiten Absatz des zweiten Bandes des Kapitals stand. Also da konnte man schon ein bisschen was lernen. Okay, und war das ein rein theoretischer Blick auf die Schriften von Karl Marx oder ging es auch aus der Perspektive der praktischen Seite, der Umsetzung ja letztlich? Also das kann ich auch nicht trennen. Also für mich ging es, glaube ich, immer auch um Praxis und geht es ja auch bis heute. Also mich interessiert das Lesen von philosophischen Autoren oder Autorinnen oder auch soziologischen oder ökonomischen, interessiert mich eigentlich immer nur in Bezug auf die Anwendung, weniger in Bezug auf sozusagen die schöne Kunst des klugen Denkens. Also und das hat mich, glaube ich, damals auch immer interessiert. Was fangen wir denn mit Marx an? Wobei ich natürlich jetzt die Komplikation einbauen muss, dass ich schon glaube, dass man über längere Strecken es auch aushalten können muss,
nicht sofort etwas anwenden zu können, nämlich nicht, bevor man es verstanden hat. Also die berühmte Eiswüste der Abstraktion, durch die man erstmal durch muss, um dann zu sehen, okay, was kann ich heute noch damit anfangen? Also nicht diesen Kurzschluss, bringt mir das was, wenn nicht, tue ich es weg. Die Eiswüste der Abstraktion, das macht ja auch Spaß, da durchzugehen, ne? Auch wenn es manchmal ein bisschen kalt ist. Ich frage auch deswegen nach dieser Theorie-Praxis-Seite, weil waren denn die Folgen der Marx'schen Schriften, also wie das angewendet wurde in der DDR, in der Sowjetunion, in den Staaten des Warschauer Vertrags, in China, waren die Alltagsrealitäten in den sogenannten sozialistischen Staaten damals, in den Studienjahren in Hannover, waren das Themen? Ja, das waren schon Themen und das waren ja auch noch so ein bisschen sozusagen die Nachwirkungen der reinen Lehre. Also da liefen ja auch noch Dozierende durch die Gegend, die schwer K-Gruppen geschädigt gewesen sind und sich wechselseitig gesäubert hatten, was weiß ich, vom Maoismus zum irgendwas. Also diese Nachwirkungen, die spürte man schon noch, aber ich würde sagen, da kann ich für mich und meine Mitstudierenden sprechen, den Kram haben wir nicht besonders ernst genommen. Da waren wir ein bisschen weiter. Warum nicht ernst genommen? Naja, weil diese ganze Verspanntheit und auch dieses Denken in Absolutheiten, was übrigens Marx sehr fremd ist, das war natürlich bei diesen Altlinken, wenn ich die mal so benennen darf, doch sehr verfestigt. Und da mit solchen Begrifflichkeiten zu operieren, würde ich sagen, wir waren da deutlich undogmatischer in der Generation, aus der ich komme und die wir dann auch bei diesen Leuten studiert haben. Und was konnten Sie damals in diesen Studienjahren, also als Student, in den Schriften von Karl Marx finden und lernen? Was waren da so die entscheidenden Themen? Naja, erstmal kann man natürlich die Schärfe der Durchdringung von bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen lernen. Also wie tief kann man eigentlich denken? Punkt eins. Punkt zwei, und das beschäftigt mich heute noch, wie kann man Zusammenhänge denken? Wir haben ja das große Problem eigentlich auch in der Theoriebildung heute, dass man sozusagen sehr stark in Abteilungen, in Departments denkt und wir eigentlich zum Beispiel heute keinen zureichenden Begriff dessen haben, was in der Gegenwartsgesellschaft passiert. Das ist sozusagen ein totales Theoriedefizit und das liegt daran, dass man die Zusammenhänge beispielsweise zwischen Ökonomie, Ökologie, Lebenspraxis, Lebensformen und sowas überhaupt nicht im Zusammenhang betrachtet und das Ganze womöglich noch in einem historischen Zusammenhang, da fehlt es total. Das konnte man bei Marx lernen. Können Sie das an einem Beispiel erklären? Naja, mich hat immer sowas fasziniert als Denkfigur, der doppelt freie Lohnarbeiter, ja, wo ich sozusagen die historische Emanzipation habe, weil der Lohnarbeiter ist im Unterschied zum leibeigenen Bauern oder zum Knecht, ist er frei. Ja, er kann sozusagen jenseits des Feudalherrn, kann er sich verdingen. Er kann seine Arbeitskraft zu Markte tragen, aber er ist doppelt frei, weil er muss das auch. Er ist sozusagen frei, seine Haut dann zu Markte zu tragen, wie Marx das formuliert. Das heißt, das Zwangsverhältnis aufgrund der ökonomischen Lage ist natürlich trotzdem da. Das heißt, er ist frei von Zwang und er ist frei von Sicherheit. Und solche Figuren haben mich immer unheimlich interessiert, weil da steckt sozusagen eine ganze historische Epoche mit ihren Dialektiken drin, in so kurzen Formulierungen. Und das finde ich schon sehr stark. Vielen Dank, Herr Welzer. Erstmal bis hierher. In der nächsten Gesprächsrunde werden wir dann den Karl Marx von heute sozusagen in den Blick nehmen, quasi mit der Frage, was von seinem Denken und Schreiben heute noch so wirklich richtig sinnvoll und bereichernd anzuwenden wäre. Ein bisschen waren wir ja jetzt gerade schon bei dem Aspekt. Also das ist eine der Fragen gleich in der nächsten Gesprächsrunde, nachdem wir mit George Gershwin und einem Hund spazieren waren.
George Gershwins Promenade, Walking the Dog in der Fassung für Klavier und Orchester mit Michael Tilson Thomas und der Los Angeles Philharmonic. Zu Gast ist weiterhin der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer. Wir haben ja bislang über Ihre frühen Erfahrungen mit Karl Marx gesprochen, haben schon so einen kleinen Ausblick auf das Heute genommen am Ende unserer letzten Gesprächsrunde. Wie sieht es denn jetzt heute ganz konkret aus? Also welche der Erkenntnisse, Analysen, Schriften von Karl Marx sind heute noch quasi im Alltag Bestandteil Ihres Denkens, Ihrer Arbeit? Also ich würde erstens sagen, von der Art, wie man denkt, sozusagen die Fähigkeit oder auch, wenn man so will, die Qualifikation, dialektisch denken zu können. Also von dem, was da ist, immer auch noch die andere Seite betrachten zu können und das in einer Denkbewegung integrieren zu können. Das wäre sozusagen das methodische Erbe von Marx. Also nicht, man würde über, wenn man an Talkshows denkt, würde man mal sagen, ja, aber das ist doch der Punkt. Und Marx würde immer sagen, nee, das ist nicht der Punkt. Der Punkt hat auch noch eine Rückseite und womöglich hat er auch noch eine dritte Seite. Und irgendwie müssen wir uns mit all diesen Seiten beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, was vor sich geht. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, und da müsste Marx meines Erachtens nach auch stärker wiederentdeckt werden, ist, dass Marx ja nicht einseitig über Kapital und Arbeit gesprochen hat, sondern über Natur als Quelle des Reichtums. Und ohne Natur als diese Quelle wären Kapital und Arbeit überhaupt nicht in der Lage, die weiteren Quellen des Reichtums zu sein. Und wir haben ja in der ganzen linken Tradition, bis auf wenige Ausnahmen, diesen Naturaspekt vergessen. Das merkt man heute noch bei der Sozialdemokratie, die ja mit ökologischen Fragen nur in Grenzfällen etwas anfangen kann, aber normalerweise überhaupt nicht. Und nur sozusagen das alte Theorieerbe vom Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, das treibt sozusagen linke Politik an, aber der Naturaspekt ist völlig draußen. Ja. Damit sind wir, glaube ich, auch bei einem Aspekt Ihres Schreibens und Ihrer Veröffentlichung als Publizist, die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, mit der Ökonomie, Umgestaltung der Wirtschaft, den Fragen an das eigene Verhalten als Mensch, ob der nur mehr sein kann als Konsument. Ist das so? Könnten wir mehr sein als das? Naja, wir sind es ja. Also sagen wir mal, das Zurechtbiegen unseres Menschseins, unserer Subjektivität, unserer Vermögen auf das Vermögen zu kaufen, das ist natürlich eine totale Verkürzung. Ja, also Menschen können ja sehr viel mehr. Und über Marx noch etwas hinausgehend, würde ich ja immer sagen, Menschen sind a priori soziale Wesen. Es gibt keinen Menschen im Singular, es gibt ihn immer nur im Plural. Und das hängt mit der Lebensform zusammen, die durch und durch bis in die Gehirnentwicklung hinein auf Sozialität abgestellt ist. So, und das ist etwas, wo ich glaube, sowohl für die ökonomische Diskussion als auch vielleicht für die Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie unheimlich viel drinsteckt, weil am Ende sind wir ja sozusagen gemeinsam agierende Naturwesen, die in irgendeiner Weise miteinander und mit dem Gegebenen aus der Natur umgehen können müssen. Ansonsten überleben wir nicht. Ja. Kommen wir mal zu Karl Marx zurück. Gibt es Begriffe, gibt es Konzepte von ihm, die Sie heute auf gar keinen Fall verwenden würden? Nein. Also das sage ich jetzt spontan, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich gehe auch ehrlich gesagt nicht so mit Theorie um, dass ich scanne aus dem Jahr 2022 heraus, was man davon wohl nicht mehr gebrauchen kann. Also die berühmte Diskussion jetzt, ob Kant Rassist gewesen ist oder nicht. Und falls ja, dann darf man ihn irgendwie nicht mehr lesen. Das halte ich alles für völlig überheblichen Blödsinn. Ja, es gibt an den deutschen Universitäten leider zurzeit eine Tendenz, solche Schriften dann von der Lektüreliste des Seminars streichen zu wollen. Ich dazu einen Satz sagen? Mhm. Auch das wäre, glaube ich, Marx und einem von Marx inspirierten Denken völlig fremd. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Marx ja ein historischer Denker ist. Und was ist das für eine absurde Vorstellung, wenn ich das, was ich von der Gegenwart aus als
historisch überholt oder verfehlt oder sogar gefährlich betrachte, wenn ich das aus dem Kanon streiche, dann verstehe ich doch überhaupt nicht, auf welcher Grundlage ist beispielsweise ein rassistisch motivierter Vernichtungskrieg entstanden. Ja, wenn ich Carl Schmitt nicht mehr lesen darf, wenn ich keine Ahnung was nicht lesen darf oder bestimmte sozialdarwinistische Schriften oder sowas, dann kann ich nie im Leben verstehen, wieso die Nazis geworden sind. Ja, es fehlt die Basis der Auseinandersetzung letztlich. Es fehlt Geschichte und ohne Geschichte verstehe ich die Welt nicht. Ja. Eine Frage, einen Aspekt haben wir noch nicht angesprochen, der in den letzten Jahren auch zunehmend bei Karl Marx in Diskussion gekommen ist, nämlich die Frage des Antisemitismus. Ist ja in der Diskussion, ist bei weitem noch nicht abschließend bewertet. Muss diese Frage des Antisemitismus bei Karl Marx noch tiefgehender diskutiert werden? Vermag ich im Moment nicht zu sagen. Das müsste man tatsächlich sich nochmal anschauen und sozusagen vor dem Hintergrund moderner Antisemitismusforschung nochmal bewerten. Da fühle ich mich im Moment überfordert. Mhm. Ja, ist ja noch in der Diskussion. Abschließend, Herr Welzer, haben wir heute im Jahr 2020 die Chance, etwas unbefangener an Karl Marx heranzugehen, ne? An ihn selbst, an seine Persönlichkeit, an sein Werk? Naja, sicher. Also ich finde ja sowieso grundsätzlich kann man an alles das, was irgendwann mal